Antritt zur Nachtschicht. Junge Sanitäter, das Team des Kommando Salvamento betet für Sicherheit beim Einsatz. Hilf mir, den Schmerz meines Nächsten zu lindern. Amen. Ein letzter ruhiger Moment. Schon geht es los. Kommando Salvamento, ein ehrenamtlicher Rettungsdienst, der junge Menschen anzieht, die Gutes tun wollen. Die Arbeit hier bewahrt Brian und seine Freunde davor, in die Fänge von Mörderbanden zu geraten, wie so viele andere in El Salvador. Es ist ein einzigartiges Gefühl. Es fühlt sich ganz besonders an, eine tiefe Befriedigung, wie soll ich sagen. Geholfen zu haben, macht mich glücklich. Es ist eine unruhige Nacht. Zwei brutale Überfälle hat es schon gegeben. Das Land ist im Würgegriff von zwei Banden, die sich bekriegen, die immerzu Nachwuchs rekrutieren mit allen Mitteln. Sie bieten mir Geld, sie bieten mir Waffen, sie bieten mir Frauen, damit ich mich ihnen anschließe. Eber lehnte ab. Er hofft, dass die Sanitäteruniform ihn schützt. Dennoch eine gefährliche Entscheidung. Das Leben in der Bande ist tödlich, ohne deren Schutz aber auch. Die Polizei nimmt uns mit in die dunklen Viertel der Stadt. An einem Freitagabend ist es nur eine Frage der Zeit bis zum ersten Mord, erklären sie uns. Mara Salvatrucha und Barrio 18, die verfeindeten Killerbanden, haben die Stadtviertel untereinander aufgeteilt. Betritt ein Feind das Revier, stirbt er meist. Ein Feind kann schon sein, wer nur im falschen Viertel wohnt. Die Polizei sucht nach Bandenmitgliedern, nach beweisendem Haar auf der Haut. Und findet es hier. Die 18, eintätowiert. Er gehört zur Bande Barrio 18, kein Zweifel. Also das hier ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber irgendwann bekommen wir sie, egal wie sie rennen und sich verstecken. Plötzlich ein rasanter Ortswechsel. Der erste Tote. Ein junger Mann, 18 Jahre alt. Seine Mörder betraten das Restaurant, drückten ab. Alltag in El Salvadors Hauptstadt. Während hier ein Leben gewaltsam endete, versuchen die Sanitäter noch eines zu retten. Eine Frau wurde überfahren, ihr Kind auch. Hier können die jungen Männer nur noch den Angehörigen helfen. Zurück im Hauptquartier. Jensi fällt uns auf, weil sie so abseits sitzt. Wir erfahren, sie sorgt sich um ihren Bruder. Er ist ein Bandenmitglied. Ich liebe meinen Bruder. Ich wünschte mir, er hätte nicht dieses Leben gewählt. Oh, dann könnte es also passieren, dass du bei einem Einsatz bist und ich finde meinen Bruder? Ja, sowas ist hier manchem schon passiert. Der Tag bricht an. Die Hauptstadt wirkt geschäftig, bunt, ein Stück weit gewöhnlich. Dabei ist der Tag so tödlich wie die Nacht. Ausgerechnet hier im Zentrum bekommen wir ein Interview mit denen, die morden. Töten, um zu leben, sagen wir. Wenn du nicht tötest, töten sie dich. Barrio 18, das ist ihre Bande. Mit ihren Fingern formen sie Erkennungscodes. Sie leben von Schutzgelderpressung. Wer einmal dabei ist, kann nur tot austreten. Es geht ihnen um Macht, Anerkennung und Spaß. Na klar, ein Gangster sein, das ist es. Klar, Mann, das ist das Geilste, was hier passieren kann. Du trägst es im Blut schon als Kind. Die Liebe, die du in deiner Familie nicht bekommst, auf der Straße findest du sie bei deiner Bande. Die Teenager wirken wie gewöhnliche Halbstarke. Trinken, kiffen, posen. Doch wenn der Auftrag kommt, töten sie. Keine Skrupel? Nichts? Nee, du fühlst nichts. Du machst den Job. Danach entspannst du dich mit deinen Freunden, trinkst was. Du darfst dir doch keinen Kopf machen. Getan, fertig. Auszeit für die Sanitäter. Brian ist geschickt am Ball. Doch mit 20 Jahren hat er noch keine Ausbildung. Bei seinen Eltern ist er im Streit ausgezogen. Genau solche Jugendliche lassen sich oft von Macht und Geld verführen. Er nicht. Ja, das gibt es alles. Aber was wartet am Ende? Der Tod, das Gefängnis
Und das will ich nicht. Ich bin gut, wie ich bin. Mancher Notruf ist gefährlich. Dann, wenn es eine Schießerei gab. Wenn sie zwischen die Fronten geraten, wissen die Sanitäter oft nicht, werden sie mit Waffen erwartet oder dürfen sie helfen. Eber ist erst seit 2 Monaten dabei und noch lange nicht abgeklärt. Ja, ich bin nervös, weil man weiß nicht, wie es dem Patienten geht. Vor kurzem erst haben sie unter Lebensgefahr versucht, 2 Bandenmitglieder wiederzubeleben. Die Sanitäter behandeln alle gleich. Sie urteilen nicht, sondern wollen Leben retten. In El Salvador gibt es nicht nur das Böse. Es gibt auch Menschen, die das Gute tun. Und ja, vielleicht verdienen wir nichts, aber wir helfen von Herzen gerne. Ja, wir wollen den Menschen helfen. Es wird Abend. Die Banden berauschen sich. Auch diese Nacht wird es in San Salvador keinen Frieden geben. Aber die jungen Helfer des Comando Salvamento werden bereitstehen.